Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 18. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die 10 Portaltagen sind vorbei. Ich werde in Zukunft immer berichten über diesen Portaltagen, selbstverständlich nach Maya-Kalender, weil die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Was ich noch vorhabe, dass ich alle 13 Tagen berichte, welche Welle beginnt gerade. Die Wellen sind Frequenzen, Schwingungen oder Tönen und alle 13 Tage beginnt eine neue Schwingung. Momentan befinden wir uns in sechsten Welle im Luftelement und das dauert bis 26. Februar 2019. Diese 13 Tage könnt ihr das so vorstellen wie bei uns eine Woche. In diesem sechsten Wellen ist die wichtigste Thema der Tod und damit meinen die Mayas nicht ein Todesfall, sondern das ist wie eine Art Brücke zum etwas Neues, für einen Neubeginn und das ist die Zeit der Transformation. Alte Muster, alten Gedanken, alten Situationen oder Kontakten werden wir ablehnen und das ist der Prozess, die Erneuerung. Wir werden auch etwas zurücklassen und wichtig ist in diesem Welle die Gegenwart, Leben und das innere Gleichgewicht finden. Und diese Transformation, etwas hinter uns lassen, dauert bis 26. Februar und dann beginnt eine neue Welle, aber darüber werde ich noch berichten. Und jetzt zum indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Unsere Sonne bewegt sich auch. Das ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden Jahren verändert sich etwas. Und genau diese Veränderung berücksichtigt die indische Astrologie und das nennt man Präzession. Also es ist auch eine sehr präzise Berechnung. In diesem Bild erscheinen die 4 Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. In der Mitte ist Ganesha. Ganesha wird verehrt für immer bei Neuanfang. Von Ganesha bekommen wir die Unterstützung, wenn wir etwas Neues beginnen oder wie ein Tag auch beginnt. Ganesha hütet auch die Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Surya ist die Sonne in indischer Mythologie in Wassermann und das gehört zum Luftelement. Surya ist oder Sonne ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Mond befindet sich im Krebs. Soma ist einer von den Namen der Mond. Es gibt mehrere Namen, einer davon ist Soma. Mond oder Soma ist im Krebs. Mond kann sich sehr gut entfalten im Krebs, weil Mond herrscht auch über die Tierkreiszeichen Krebs. Also wir haben heute eine ganz starke Mondenergie und das beeinflusst unsere Gefühlen, Träume, unserem Unbewussten, auch unserem Intuition. Agni ist der Feuergott
in indischer Mythologie und das steht mit Mars in Verbindung. Mars ist im Widder. Eine sehr, sehr starke Mars-Energie, weil Mars fühlt sich auch sehr wohl im Widder. Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Widder und Mars herrscht auch über Skorpion. Also eine ganz, ganz starke Mars-Energie haben wir gerade und mit diesem Feuerelement haben wir gerade die Mut, die Kraft, etwas Neues beginnen, uns zu beweisen, uns durchsetzen und gerade besonders bei Wiedergeborenen oder diejenigen, wo ihren Mars im Horoskop auch im Widder haben. Merkur ist in Wassermann. Buddha ist der Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe ein Bild, hier wird mit 2D geschrieben und das ist schon die Erläuterung. Also nicht ganz identisch mit Merkur, aber ich habe kein anderes Bild dafür. Ich setze Buddha in Wassermann. Und damit meine ich natürlich Merkur. Jupiter ist in Skorpion, Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Ich setze Indra in Skorpion. Saturn, also erstmal kommt Venus, genau. Venus kommt als nächstes, hier kommt nach den Wochentagen, also nicht wundern, Sonne herrscht über Sonntag, Mond herrscht über Montag, Mars herrscht über Dienstag, Merkur herrscht über Mittwoch, Jupiter herrscht über Donnerstag, Venus herrscht über Freitag und Saturn herrscht über Samstag, also Freitag als nächster Wochentag Venus oder Lakshmi. Venus ist im Schütze und Saturn ist auch im Schütze. Skanda steht in Verbindung zum Saturn. Sogar die beiden haben gerade einen sogenannten Konjunktion, Venus und Saturn. Und eine Konjunktion bedeutet, dass sie beide sich treffen im gleichen Tierkreiszeichen, im gleichen Gradsaal und sie vereinen sich. Und das ist auch spürbar, weil sie wirken gemeinsam. Und hier geht es um Liebe und mit Saturn-Energie haben wir da entweder Lernaufgabe oder grenzt uns etwas ein, aber kann auch bedeuten, es bringt Saturn alles in Form. Die Saturn-Energie wirkt folgendermaßen. Saturn schaut alles genau an, wird unter dem Lupe genommen und hier die Liebe bei Venus-Energie. Und das wird ganz genau überprüft von Saturn. Wenn Saturn meint, das ist gut, dann befestigt es. Und viele erleben gerade mehr Stabilität in die Liebe-Partnerschaft. Wenn Saturn meint, wir sind im falschen Weg, in falschen Partnerschaft, das klappt nicht, dann kann Saturn auslösen, einen Rückzug, eine Trennung oder Hindernisse oder irgendwelche Lernaufgabe, auf jeden Fall grenzt dann das ein. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir an die Elemente, weil wir brauchen im Alltag die Ausgleich. Wir haben Mars, Venus und Saturn in Feuerelement. Zwischen Mars und Venus ist das schön, weil im gleichen Element natürlich kommt die Harmonie, aber Saturn stellt die Liebe auf die Prüfung. Wenn das eine schöne Partnerschaft ist, dann wird Saturn das befestigen. Dann haben wir Mond, eine sehr starke Mond und Jupiter in Wasserelement
Und das aktiviert unserem Unbewussten, aktiviert unserem Gefühlen, auch unserem Intuitionen, Träume. Dann haben wir Sonne, Merkur in Luftelement. Das bringt uns neue Ideen oder Kommunikation. Luftelement vermittelt Worten, steht in Verbindung zum Sprache. Und Merkur sowieso herrscht über die Sprache, also die Kommunikation nimmt zu. Und mit Sonnenkraft kommt die Wahrheit ins Licht, klärt sich etwas auf. Was aber fehlt, das ist die Erde-Element. Hier die Sicherheit, die Stabilität. Die Erde-Element können wir auch verbinden mit Materie. Auch zum Finanzen. Und damit hier wir die Gleichgewicht finden, Erde-Element ist eher zurückhaltend, beobachtet etwas, überprüft etwas, bis ein fester Boden unter den Füßen man verspürt, vielleicht ist eine gewisse Vorsicht dabei und das schadet uns heute nicht. Vor allem Merkur nähert sich zu Neptun, aber das zeige ich sofort. Uranus ist im Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen. Neptun ist im Wassermann und Merkur verlässt die Sonne, bewegt sich auch relativ schnell und nähert sich zu Neptun. Und morgen steht Merkur, Neptun in eine Konjunktion und das kann etwas auslösen. Merkur ist der Planet, die Handlungen, Verträge, Termine und Gespräche. All diesen Themen aktiviert Merkur. Bei Neptun ist das schwierig zum Beschreiben, weil Neptun ist der Planet der Träume, der Visionen, die Inspiration, die Fantasie. Wenn hier bei diesem Konjunktion, was morgen exakt stattfindet, weil die beiden Planeten treffen sie sich im Wassermann, wenn das darum geht, wenn jemand etwas künstlerisch gestalten möchte oder jemand Künstler ist und braucht Termin oder einen Vertrag, dann diese Konjunktion, diese Verbindung, was morgen genau exakt ist, ist eine hervorragende Unterstützung. Aber bei Neptun ist es schwierig zum Greifen, vor allem ist es schwierig auch etwas zum Klären, weil das kann so vernebelt erscheinen, so wie ein Traum, aber ein Traum kann auch manchmal ein Albtraum werden. Wenn jemand etwas erzählt und das entspricht nicht der Wahrheit und ihr setzt euch in eine Situation und am ersten Moment erscheint das traumhaft schön sein, aber ihr seid ein bisschen geblendet, weil vielleicht entspricht gar nicht die Realität oder die Wahrheit, sondern hier besteht die Gefahr, dass ein Betrug kommt. Und wir sollen uns von Betrüger auch schützen, weil sie versuchen uns blenden. Keiner kommt und sagt, ja sei aber vorsichtig mit mir, weil ich habe keine guten Absichten. Und wenn ich das erzähle, du musst das nicht unbedingt glauben. Also mit solchen Wahrheit kommt keine Betrüger, sondern wird etwas erzählt, geschmückt, das klingt gut, man hat das Gefühl, ja, das entspricht genau meinen Vorstellungen, das ist wunderbar. Und diese Sprache, diese Nachricht, diese Art von Kommunikation kann uns treffen morgen. Also Vorsicht. Und das wirklich ein guter Ausgleich ist, die Erde-Element betonen und sagen, ich bin ein bisschen vorsichtiger mit meinen Entscheidungen, mit meinen Schritten, weil es nähert sich etwas, was für mich eine Gefahr sein kann. Ich möchte nicht behaupten, dass wirklich so kommt, weil Neptun kann eine gute Unterstützung sein, wenn das um Spiritualität geht, wenn das um Kunst geht, dann betone ich mal die Vorteile und das ist wundervoll.
Aber trotzdem sollen wir etwas vorsichtiger sein als sonst. Pluto befindet sich im Schütze und Pluto gibt uns die innere Kraft und zeigt auch, wie bleiben wir im inneren Kraft, wenn wir alles loslassen, was uns bedrückt. Alles, was stört, brauchen wir nicht mitschleppen in unserem Leben, sondern Pluto zeigt, wie wichtig das ist, Angst, Zweifel, Schuldgefühl überwinden oder Kontakte mit Menschen, die unserem Zeit, Energie rauben oder etwas, was wir gar nicht tun möchten, aber wir trauern nicht, Nein zu sagen, das raubt auch unserem Energie. Und damit wir in inneren Kraft bleiben, müssen wir auf diesen inneren Kraft konzentrieren und alles, was das stört, diese Kraft raubt, davon verabschieden. Mond befindet sich in Krebs und Mond kann sich sehr gut entfalten im Krebs, das habe ich gesagt. Und dieser Mondhaus heißt Pushya und das bedeutet, wie wichtig das ist, dass wir Erfolg haben, Anerkennung bekommen und bedeutet auch eine ganz starke Intuition gerade und auch das Gefühl, wie sollen wir handeln. Und wenn wir nach unserem Gefühl handeln, dann verspüren wir den richtigen Moment, etwas sagen oder lieber schweigen oder aktiv sein oder besser passiv sein. Gerade was hier nähert, diese Merkur-Neptun-Verbindung schadet nicht, wenn wir auf unserem gesundes Bauchgefühl hören, weil das warnt uns vor Gefahren. In klassischen griechischen Mythologie heißt dieser Bereich, wo gerade diese Mondbewegung ist, die beiden Aselius, die nördlichen Aselius und den südlichen Aselius, das sind zwei Esel. Aber diese zwei Esel gingen in die Geschichte ein und die Götter haben sogar im Himmel gesetzt, den beiden Esel. Und zum Abschluss möchte ich diese Geschichte erzählen. Es war ein Kampf zwischen Göttern und Titanen und Giganten. Diese Titanen und Giganten, die waren die Riesen. Sie haben natürlich ganz schön aufgeführt und waren eingebildet und haben sie gesagt, wir haben jetzt den Sieg über die Götter. Und dann kam Vulkanus, der Feuergott, der Gott der Schmiedekunst und Waffenherstellung. Und Vulkanus hat zwei Esel begleitet. Vulkanus hat gar nicht geahnt, was die Esel so vorhaben. Und die beiden Esel haben dann geschrien und die Titanen und die Giganten haben das gar nicht gekannt, diese Tiere. Und sie haben gar nicht gewusst, was für Geschrei jetzt kommt oder was ist das genau. Und sie haben so Angst bekommen, sie sind davongelaufen. Und diese beiden Esel rettete alles und so war der Sieg für die Götter. Und die Götter haben die beiden Esel, diese beiden Aselius, im Himmel gesetzt. Und wenn wir das so überlegen, wie oft haben wir Situationen im Leben, wo das mal erlaubt ist, unsere Stimme erhoben und mal das sagen, was wir sagen wollen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen.
und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.